Erste Klasse, im Lolita Express sitzt eine blasse Gestalt mit ALS, liegt über Städtchen und schließlich Epstein's Virgin Islands. Beim Verlassen seines privaten Jets sieht er Grimassen, lacht übers Grundgesetz, er sieht die Mädchen und sie sind der Grund seines Verweilens. Stephen Hawking, verbrannte Schülerbein, und Stephen Hawking steht mit dem dritten Bein. Er hat so lang nicht geküsst, weshalb er immer rollig ist. Stephen Hawking, die Neugier spürt er noch, und Stephen Hawking will ein schwarzes Loch. Er ist ein Analyst, macht nur Sightseeing als Sexualist. Wenn Konkubinen aus Grundschulklassen sein Platinen den neuen TÜV verpassen, sitzt er da und er dreht nur noch am Rad. Denn er kann ihnen nicht an die Zitzen fassen. Die Maschinen haben ihn sitzen lassen. Doch dankbar ist er für die Fuscheln und Reifen an seinem Automat. Stephen Hawking, dort manche Schüler weinen, und Stephen Hawking steht mit dem dritten Bein. Sein Triebwerk überhitzt, weshalb er überrollig ist. Doch Stephen Hawking hat null Hochimpotenz, und Stephen Hawking steht nicht für One-Night-Stands. Nein, er sitzt und macht Sightseeing als Sextourist. Sein Text zu schreien, das durch den Flur schallt, wenn er die Laien und die Uhr knallt. Denn er liebt, wenn man seinen kleinen Stecker zieht. Er braucht beim Freien keinen Geburtsspalt, sondern Dateien, Temperatur halt. Wenn sie ihn schiebt, kommt der Lust, der erfüllte Android. Stephen Hawking, hat matte Schülerbein, und Stephen Hawking steht mit dem dritten Bein, gelöst auf Stahlgerüst, weshalb er immer rollig ist. Stephen Hawking, er mag Zahlen, mein Kind, ja Stephen Hawking, erst wenn sie einstellig sind, da ist er Purist, beim Sightseeing als Sextourist. Doch Stephen Hawking ist schon lange tot. Warum verschwenden wir die Zeit mit dem Vollidiot? Dieses Scheiß-Meme überschattet die gesamte News. Der nicht, oder? Ja, Stephen Hawking ist mir scheißegal. Wo bleibt der Skandal? Verdammt nochmal. Sind so viele von der Liste, sind doch auf freiem Fuß.